Ich habe heute etwas mitgebracht, und zwar in Sachen Lego Star Wars wieder mal. Es ist eine riesen Kiste, die ist wirklich mega. Und zwar ist es der Sandcrawler. Ein mega Teil, eine riesen Kiste und hat 3296 Steine. Ich will mal reingucken, mal schauen, wie es da drin aussieht. Aber zuvor schauen wir uns die Packung mal etwas genauer an. Das ist diese riesige Verpackung. Ihr könnt schon sehen, hat sich Lego wieder mal was einfallen lassen. Ein Mordsteil, hinten sind die ganzen Funktionen drauf, was man dann alles machen kann und so weiter und so fort. Erkläre ich dann später nochmal im Laufe des Videos. Oben haben wir. Hier seht ihr nochmal dieses gigantische Teil. 24 cm hoch soll er werden, 46 cm lang. Lassen wir uns überraschen. Hier sind mal noch die ganzen Minikursfiguren, die mit dabei sind, für Java sind mit dabei. Teilweise auch mit unterschiedlichen Anzügen, werden wir dann mal schauen. Gong Droid, in Treadwell Droid, Luke Skywalker ist wieder mit von der Partie, Uncle Owen, C3PO, R2D2, R5D4, noch eine R2 Unit und den R1 Sirius Droid. Hier ist soweit nichts mehr zu sehen, da ist er noch mal drauf. Unten nur etwas staubige Kiste. Ja, und von der Seite halt noch mal. Hier haben wir noch mal dieses Zeichen von der Ultimate Collector Serie. Gibt es also nicht unbegrenzt. Ist aber noch zu haben. Ich habe es beim Lego Shop gekauft. Für knappe 300 Euro. Gibt es auch bei Amazon. Ich stelle mal ein paar Links unter das Video. Wer Interesse hat, kann sich das mal angucken. Bei Lego gab es da noch so ein kleines Päckchen dazu. Irgendwie so ein kleiner, keine Ahnung, bei den Jönnige. Dings, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine nette Dreingabe. Und ja, dann machen wir es mal auf. So, wir sind die Klebestreifen. Hier unten ist einer. Ich bin schon ganz schön gespannt, also ist für mich das größte Lego, was ich bis jetzt gebaut oder aufbauen tue. Und wie ihr seht, es ist voll, übelst voll. So, schauen wir mal um. 1, 2, 3, 4. Das dicke Buch. Noch ein weißes Kästchen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, das hört ja gar nicht mehr auf. 11, ich schwimme in Lego. 12, 13, 14, 15, 16, 17 Pakete, oh mein Gott. So. Kommen wir mal zu den Haufen. Das ist er also. Und das soll er mal werden. Wir schauen mal noch in das weiße Paket. Hier ist nochmal, wie gesagt, die Gebrauchsanweisung. Mit den kleinen Aufklebern. Ich finde halt die Aufkleber, sagen wir, nicht immer so toll, aber naja, man muss damit leben. Die einen machen es ran, die anderen machen es nicht. Schauen wir mal. So, dann machen wir nochmal das weiße Päckchen auf. Moment. Wo habe ich jetzt mein Cuttermesser vergraben? Hier ist es. Ist da irgendein Öffnungs... Ah, ja. Einfach bloß reindrücken. Tschüpp.
Stück. Verkleben ist es gut. Oh, es geht noch mehr, es geht weiter. Oh mein Gott, das wird ein langer Nachmittag. Also, weiter geht's. 1, 2, 3. Ja. Um Gottes Willen. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen geordnet. Und wie ihr sehen könnt, es ist eine Menge. Es ist mehr als eine Menge. Ich finde es schön, dass das jetzt alles so gekennzeichnet ist, von 1 bis zum letzten Schritt. Und ja, da schauen wir nochmal in das Buch rein. Was das so sagt, ist wieder eine Sparte. Hat, Moment, 300 Seiten. Und hier wird wieder diese Geschichte erzählt, in Englisch, wie das dazu kam und wie es gerade nutzt. Ja, genau, ganzen Fakten, technische Details und dann der Designer. Hier ist er mit der Designer. So, hier sieht man nochmal die Abläufe. Was man aus jeder einzelnen Tüte baut. Insgesamt. So, viel Spaß weiterhin mit meinem Video. Und nicht vergessen, wer die Macht mit mir sei. Ja, hallo wieder. Die erste Stunde ist rum und ihr seht schon, es wird langsam. Die Grundplatte steht. Unten die Lenkung ist schon soweit aktiv. Wir drehen das mal rum. So sieht das Ganze von unten aus. Ja. Okay. Ja, und ich bin bei der dritten Tüte. Macht wie immer sehr viel Fun. Bin hier bei der Seite 54 angelangt. Mal gucken, ob das der Zoom schafft. Jo. Und da liegen noch einige Seiten vor mir. So. Drei kleine Gäste haben wir auch schon. Das ist zum einen der R5D4. Von hinten nicht bedruckt. Ja. Und dann zwei von den Javas. So, stressen wir kurz rum. Hinten auch schön bedruckt. Ja. Okay. Ich nehme mal hier diese Häubchen ab. Der dunkle Kopf, die hellen Augen. Schön gemacht. Mit ihren kleinen Blaster ganz. So, da freue ich mich schon auf die nächste Stunde. Und man sieht sich wieder. Bis denn. Ja, die Stunde ist wieder rum, Leute. Und ihr seht schon, ich habe zwei neue Minifiguren. Zum einen der C3PO. Und zum anderen der R2D2. Upsi. So, jetzt haben wir eine. Schön gemacht. Hinten wie vorne bedruckt. Der Kopf ist im Ganzen.
Jo. So, und der andere. Der R2D2. Hinten nicht bedruckt. Ansonsten vorne und oben. Ja, aber ich habe nicht nur die Minifiguren zusammengebaut. Nein, das wäre ein bisschen wenig. Hier ist mein Resultat nach 2 Stunden. Tu das mal ein bisschen mal ran. So. So. Du kannst ungefähr jetzt schon ahnen, wie groß es sein wird. Hier ist schon die eine Seite, wo dann eine kleine Klappe drin ist und mehrere verschiedene Kläppchen. So, die tun wir aber erstmal abmachen. Und das schauen wir mal von oben. Ja, das ist nochmal die Lenkung und das Innere. Hier ist eine kleine Leiter, hier kann man dann wahrscheinlich alles fahren. Die Seitenplatten sind auch schon dran. Ja. So. Nun hat sich noch nichts verändert. Das ist noch wie vorher. So, dann schauen wir uns mal schnell noch die Platte etwas näher an. Auch kleine Moment. So. Sind noch kleine Aufkleberchen mit dran. Okay, so von hinten. Jetzt bin ich durch. Okay, schauen wir die nächste Stunde. Ich bin schon gespannt. Bis dahin. Aber eins muss ich noch loswerden. Bin auf der Seite 94. Ja. Und ich habe das, Moment, fünfte Paket, das fünfte Paket habe ich. Ja. So. Alles klar, bis dahin. Jo, wie ihr seht, ist wieder eine Stunde rum und jetzt hat sich mächtig was getan. Das Grundgerüst steht jetzt schon. Die Seitenwangen sind fest. Hinten ist es auch soweit fertig. Sieht sehr gut aus. Zeige ich noch die andere Seite. Jupp. Nochmal eine Klappe. Und diese 6 kleinen Kläppchen, wo man das dann was verstauen kann wahrscheinlich, oder? Das muss man mal abwarten. Macht eine Menge Arbeit. Wie ihr seht, von unten ist noch nichts geschehen. Hier haben wir, ich zoome mal ein bisschen ran, schon einen kleinen Kran. Der ist aber auch noch nicht richtig fertig. So, ansonsten zeige ich es nochmal von oben. Ich zoome wieder ein bisschen zurück. Genau. So. Wie gesagt, da lässt sich hier verschieben. Und jo, ist mir das eine Ding abgefallen. Bäm. Der Klotz, der braune Klotz. So. Dann habe ich hier noch angefangen. Das wird wahrscheinlich auch ein Kran werden. Mal sehen. Ich bin auf der Seite 139. Ja, und habe. Bin beim sechsten Paket oder beim sechsten Päckchen. Ja, da stehen noch 10 bevor. Schauen wir mal. Auf in die nächste Stunde. Bis dann. Jo, die Stunde ist wieder rum. Und unten gibt es langsam Bewegung. Hier unten sieht man schon die Ketten. Sieht man also, wie man diese bewegen kann schon.
und die sich einzeln und ein bisschen ja, so kippen lassen. Jo, das hat ziemlich viel Arbeit gekostet, wie gesagt, in einer Stunde. Ne? Aber ich muss mir dazu sagen, ist diese Ketten bestehen jeweils immer aus diesen ganz kleinen Gliedern. Die müssen alle zusammen gemacht werden. Ja, und so eine Kette, wie man hier sieht, besteht halt aus 38 Gliedern. Und das halt mal 4. Wird mich dann gegenüber nochmal treffen, aber was soll der Geiz? Hängen wir halt noch eine Stunde ran. Jo, ich bin jetzt auf der Seite 153. Genau. Und das 7. Päckchen ist verbaut. Jo. Lassen wir uns überraschen, ob die anderen genauso lang dauern, aber ich schätze mal schon. Ist ja nichts anderes. Ansonsten gibt es halt nichts Neues zu berichten, das ist alles noch beim Alten. Diese kleinen Leitern sind noch hinzugekommen. Aber die sind auf beiden Seiten gleich. Gut, dann bis zur nächsten Stunde und tschüss. Ja, liebe Freunde, die Stunde ist wieder rum und ihr seht schon, es geht mächtig voran. Ich habe unten schon die zwei anderen Ketten noch zusammengewürfelt. Ich kann es bloß noch nicht so richtig drehen, weil es noch etwas instabil ist. Des Weiteren kam die Klappe hier vorne. Die wird dann sicherlich irgendwie zugehen mit diesen Gerätschaft, mit dieser Gerätschaft hier oben. Die lässt sich schon leicht drehen und da kann man dann die Ketten wahrscheinlich bewegen nach oben. Hier sind die Kettchen. Sieht man nochmal ganz hier. So. Hier sieht man es noch etwas genauer. Ich tue es noch mal ein bisschen ranzoomen. Da ist dieser kleine Hebel hier, den kann man nach rechts und links drehen. Ja, schauen wir mal. Eines nochmal zum Hinzufügen. Ich habe gesagt, dass die Krähen, da eine Kran, vor glaube ich 2 Stunden war das, dass ich irgendwie eine Kran zusammengebaut habe. Nein, das stimmt nicht. Das waren diese Roll, wenn man hier was reinschiebt, damit es durchrollen kann. Und das habe ich rechts wie links. Moment. Habe ich das rangebaut. Also kein Kran, sondern diese Gleiter oder Rollen. So, was wollte ich noch sagen? Ach so, ich bin auf der Seite 181, genau, und hatte das 9. Paket jetzt schon. Also ihr seht, es geht langsam vorwärts. Ja, und da denke ich mal, wir sehen uns in der nächsten Stunde wieder. Ich tue es nochmal von der Seite zeigen. Bumm. Bis dahin. Tschüss. Hallo Leute, hier bin ich wieder. Wie ihr könnt sehen, es sind 2 neue Minifiguren mit am Start. Das ist zum einen der Anakin Skywalker. So sieht er von neuem aus. Schön gemacht. Wie immer. Von hinten nochmal. Auch schön bedruckt. Und er kommt wieder mit 2 Gesichtern. Einmal der grimmige und einmal mit einem geschmitzten Lächeln. So, der zweite, das ist der Onkel Owen. Ihr seht, das ist auch schön bedruckt. Hat einen kleinen Bart, graue Haare. Von hinten eine Kapuze. Und er hat Moment. Nur ein Gesicht. Ja. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Sandcrawler an sich. Da die Seitenwangen neu bekommen. Auf beiden Seiten, die lassen sich natürlich kippen. Und die andere Seite auch. So, jetzt habe ich das Teil nochmal rum. Wie gesagt, auf beiden Seiten. Schöne kleine Details zu sehen.
Ja, und dann vorne ist diese Klappe, die ist jetzt verbunden mit diesen Rädchen hier oben. Und wenn man dann dreht, dann geht die auf und ab. So. Ich mache jetzt noch so eine vorderste Seitenwange. Das ist diese hier. Die ist aber noch nicht ganz fertig. Ich bin jetzt beim 12. Paket und auf der Seite 227. Okay, dann sehen wir uns die nächste Stunde wieder. Bis dahin und tschüss. Jo, grüß euch wieder. Wie ihr seht, ist die Stunde wieder rum. Und es sind wieder drei Minifiguren mit dabei gewesen. Zwei Jawas und eine R2 Unit. Die schauen wir uns etwas genauer jetzt mal an. Und hier ist ja schon dieser kleine grün-weiße Roboter. Hinten wie immer nicht bedruckt, außer der Kopf. Und ja, vorne ist er halt statt blau grün-weiß. So. Und dann haben wir, wie gesagt, nochmal die zwei Jawas. Hinten wieder mit ihren Gürteln. Jetzt zeige ich euch mal den Unterschied noch von den anderen. Und ihr seht, die Körper sind anders bedruckt. Die haben andere Waffen. Ich drehe sie mal rum. Und auch hinten sehen sie anders aus. Also es gibt von jedem zwei Stück. Ja, und da schauen wir uns mal das große Modell an noch. So, und da sind wir schon an der Front. Ihr seht, die vordere Partie ist soweit fast fertig. Es sind die Seitenwangen mit dazugekommen, hier oben. Rechts wie links. Und natürlich oben das Cockpit. Versuchen wir etwas näher ran zu zoomen. Ja, es sind hier einige Aufkleber verarbeitet worden. Ich drehe es mal von der anderen Seite noch. So, da sieht man noch einige Computer. Die Steuerung. Ja. Das Führerhaus sozusagen. Gut. Hier oben diese Flanken, sage ich jetzt mal so, sind auch neu dazugekommen. Und ich denke mal, dass die nächste Stunde ich fertig werden werde. Es sind noch, glaube ich, zwei oder drei Pakete. Müsste sie schaffen sein. Und ich bin auf der Seite 265 und bin bei der 14. Tüte. Ich fange jetzt genau die 15. an. Also sind es noch zwei Pakete. Ja. Und dann sieht man sich in der nächsten Stunde wahrscheinlich zum Final. Bis dahin. So, wie ihr sehen könnt, bin ich fertig geworden. Vor ungefähr 7,5 Stunden. Reine Arbeit oder Vergnügen, wie man so sagt. Wir können mal hochgehen. Jetzt schon die Klappe. Kann man dadurch wegnehmen. Da kommen wir doch auch nochmal ins Detail dazu, beide Funktionen. Was ist noch? Hinten ist er. Kann man auch noch abnehmen. Das sind hier so ein paar kleine Gadgets. Da komme ich aber auch noch später hinzu. Dann, wenn man das Teil aufmacht, kommt so ein kleineres Schiff noch. Oder die Jawas.
das wäre noch mit dabei. Ja, dann sind hier unten drin. Kleine Fässerchen. Und kleine Kistchen. Überall, wo die Klappen drin sind, rechts wie links. Das ist mit am Start. Dann haben wir hier den Treadwell Druid. Da kann seine Arme drehen hier. Von unten. Von oben. Hier haben wir die R1-Serie von den Druiden. Der Kopf ist bedruckt. Ja, ein Standfuß von unten hier. Von oben mit einer kleinen Antenne und die Arme werden das wahrscheinlich sein. So, als nächstes kommt der Gong-Druid, dieser kastenförmige Kerl mit seinen zwei Füßchen. Vorne die Front ist bedruckt und naja, sieht aus wie ein Kasten. Grauer Briefkasten. Und zu guter Letzt haben wir hier noch so einen, auch noch so einen kleinen Druiden oder kleinen Roboterchen. Und der kann dann in diese Fässer versteckt werden, wenn man auseinander nimmt. So ist es dann gedacht. Steht zumindest so in der Beschreibung. Oder auf der Verpackung. Ja, da kommen wir mal zu den Funktionen. So, auf jeden Fall haben wir hier schon mal an der Front so einen Ladearm. Da kann rausgezogen werden und reingeschoben werden, wie nach Belieben. Dann haben wir hier unten so einen kleinen Haken dran. Da kann halt runter und hoch bewegt werden. Und dann kann man mit diesen Gadgets hier zum Beispiel, das soll wahrscheinlich so ein Magnet darstellen, kann man so einen Druiden dann hochziehen. So. Haben wir zum Beispiel das Gadget. Dann haben wir einen, so eine Art Zange oder Greifarm. Also besser. Dann haben wir dann diese Reifen. Und wir haben noch, Moment, diesen größeren Arm. Dann können dann die Kisten gegriffen werden, die hier mit hier drin sich verbergen. So, eine Zange da, eine Zange da und dann geht es ab an den Kran, zack, dann kann es dann rein transportiert werden oder raus, je nachdem. Also eine Menge Zubehör mit dabei, es sind drei solche Kistchen, die sind mit, die können auch direkt in diesen Zen-Crawler eingebaut werden. Sind hier die drei Stück. So. So, dann schauen wir uns mal den anderen Kran an. Das war da hier oben der. Da kann rechts wie links bewegt werden. Läuft auf so einer Schiene und kann jetzt dieselben Kisten und dieselben Gadgets halt verwenden. So, da hat mir unten noch so eine Spitze, damit es hält. Zack, eingerastet. Und dann kann der den Arm auch und den Haken auch bewegen. Kann dann die Kisten und das andere Zeug halt auch
dementsprechend befördern. So, dann machen wir ihn wieder rein. Spitze runter. Tschuck, ist er verschwunden. So, wenn wir hier oben sehen, sind hier die Klappen von den seitlichen Teilen. Und da kann zum Beispiel wie die Art die Kisten rein lutschen. Oder halt Droiden. Des Weiteren haben wir hier zwei Stellplätze direkt für die Kisten. Einen rechts und links. So und so. Und die dritte Kiste kommt direkt in die Mitte. So. Hm. Dann haben wir hier oben das Cockpit. Das haben wir uns schon mal angeschaut. Wo die Java sich dann den Sandcrawler dann steuern und nach weiteren Materialien Ausschau halten können. So, was haben wir noch? Dann drehen wir das Teil mal rum. Wie gesagt, diese Seiten lassen sich komplett öffnen. Dann kann man auch mal reingucken, wo die Kisten stehen. Hier hinten finden die Gadgets Platz, also die Greifarme, einfach hier rein gestellt. Ist ein bisschen mühsam, aber man hat so rum. Ja, so rum. So, dann machen wir die Klappe mal runter. Und von oben haben wir dann noch hier und hier einen Haken. Da werden die anderen eingehängt. Das und das. Jo. Dann machen wir das, die Front wieder zu. Das wieder zu. Von vorn haben wir noch eine Kleinigkeit, und zwar dieser Kleider. Das ist eine Parkstation. Kann man schön reinstellen. Und mit dem Dreher hier oben macht man dann das Teil zu. Muss man halt vorher den Kran ein bisschen reindrücken noch. Und dann macht man zu. Bumm. So, das Teil. Dann, wie gesagt, die Kistchen kann man hier dann aufmachen und diesen kleinen Droiden auseinander puzzeln und rein damit. Klappe zu, Affe tot. Und das geht jetzt mit jedem Bauteil. Also man kann das sind 6 Kisten insgesamt. Oder besser gesagt 2 Kisten und 3 Fässer. Nee. Es sind